Wie wir an der Ankündigung von Johnson & Johnson gestern sehen können, gibt es viele Faktoren, die den Lieferplan der Impfstoffe stören können. Es ist daher wichtig, schnell zu reagieren, vorausschauend zu handeln und den Plan anzupassen, wann immer möglich. Deswegen bin ich erfreut, sagen zu können, dass wir mit BioNTech/Pfizer übereingekommen sind, die Impflieferungen noch einmal zu beschleunigen. 50 Millionen zusätzliche Dosen des Impfstoffs werden ab April schon im zweiten Quartal ausgeliefert. Wir werden nun mit BioNTech/Pfizer über einen dritten Vertrag verhandeln. Dieser Vertrag sieht für 2022 und 2023 die Lieferung von 1,8 Milliarden zusätzlichen Impfdosen vor. Dieser Impfstoff und seine wesentlichen Komponenten werden in der EU hergestellt.